störe ich? Nein. Komm mal rein. Das ist mein alter Schulfreund Kreininger, den es in die Heimat zurückgeweht hat. Freut mich. Ist das... Warum bringst du denn heute das Essen? Was ist denn mit Annelie? Sie konnte nicht kommen, Vater. Sie hat in der Akademie zu tun. Ja. Ist das Geschirr im Schrank? Du musst wissen, Fanny ist unser Universalgenie. Die kocht wunderbar, die erzieht ihre Geschwister, sie hält das ganze Haus in Ordnung. Und im nächsten Jahr macht sie ihren Doktor. Das ist einfach unbeschreiblich, was die alles kann. Vater übertreibt wie immer. Diese Tüchtigkeit hat sie von dir geerbt. Die Schönheit eben von ihrer Mutter. Carola Höhn spielte meine ältere Schwester. Das war das erste Mal, dass ich mit ihr zusammengearbeitet habe. Kennen tat ich sie natürlich schon lange vorher, denn sie hatte ja schon wesentlich früher angefangen als ich. Und ich habe immer ihre Schönheit bewundert. Und es gab immer für eine junge Schauspielerin gab es ja so Ideale, wie man gerne aussehen möchte. Ich wollte gern so groß sein wie sie, was ich nie geschafft habe. Und sie hatte immer so herrliche Frisuren und überhaupt wunderschöne Frau war sie. Und du glaubst, jetzt wird alles wieder gut? Ja. Ja. Glaubst du nicht? Warum trifft er sich denn sonst mit mir? Annelie, mir gefällt das nicht. Was gefällt dir nicht? Wie sich dieser Mann dir gegenüber benimmt. Wieso? Was hältst du davon, wenn ich heute Nachmittag an deiner Stelle hingehe und mit ihm spreche? Du? Ja, ich möchte ihn einmal fragen, was er sich dabei denkt, dass er dich wochenlang ohne Nachricht lässt und sich dann plötzlich wieder mit dir verabredet. Na, aber das geht doch nicht. Was soll er denn von mir halten, wenn du da plötzlich ankommst? Setz dich wieder hin. Och, es ist viel wichtiger, dass wir einmal feststellen, was du von ihm zu halten hast. Das will ich ihn in aller Freundschaft fragen. Ist ja möglich, dass er einen sehr guten Grund für sein Benehmen hat. Bestimmt hat er einen. Na siehst du, dann wäre ja alles in Ordnung. Aber vielleicht ist es doch viel besser, dass ihr euch nicht wieder trefft. Aber das ist... Na, das werde ich schon sehr schnell merken. Auf alle Fälle werde ich mir den Herrn einmal anschauen und offen mit ihm sprechen. Es wurde damals von der Tobis gedreht. Und ich weiß, gerade 1944, ein Jahr vor Kriegsende, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Weil alles war natürlich mittlerweile schon zerbombt in Berlin und man hatte Angst vor den Fliegeralarmen. Die kamen fast jede Nacht. Und man musste, ich wohnte in einer Atelierwohnung und musste also runter in den Keller, rauf in die Wohnung, runter in den Keller, rauf in die Wohnung, mehrere Male am Tag, in der Nacht heißt das.